Dunkel war's, die LED schien helle. Ich werde jetzt mal versuchen, ein verwackeltes Video zu erstellen. Ich hoffe, ich habe gespeichert. Zur Sicherheit mache ich das nochmal. Ein verwackeltes Video zu erstellen, wie ich vielleicht das Fantasy Life Puzzle vollständig kriege. Falls ihr es erkennen könnt. Da steht jetzt 39 Stunden, 35 Minuten auf der Uhr. Ich habe zwischenzeitlich etwas weitergespielt. Ich werde dieses Video jetzt dazu nutzen, um ein wenig über meine stagnierenden Upload-Zahlen meiner Berichterstattung über Fantasy Life quasi mal zu erläutern. Nein, es stagniert nicht. Ich habe fleißig weiter hochgeladen bzw. Videos gemacht seit einer Woche. Allerdings habe ich mit vielen Problemchen zu kämpfen gehabt. Also erstmal braucht es einige Tage, bis ich die Videos von meinem Bruder bereitgestellt bekommen habe, um das Gruppenspiel zusammenzustellen. In allen darauf folgenden Videos erwähne ich das auch immer wieder. Es wird gerade hochgeladen oder es ist schon hochgeladen oder was auch immer. Ja, gut, wir haben Samstagabend zusammen gespielt, nachdem es Freitag nicht funktionierte. Dann habe ich auch quasi, muss mal kurz gucken, wie gesagt, auch weiterhin Videos gemacht in der Zeit. Dann hatte ich dann bis Mittwochabend. Hatte ich dann alle Videos von ihm, die ich mich so brauchte, um irgendwelche Ausfallzeiten meiner Kamera oder um irgendwelche Darstellungen von ihm irgendwie so mal zu zeigen und das zusammenzuschneiden, hat das dann auch fertig gemacht. Es wurde leider nicht so rechtzeitig fertig, dass ich es Donnerstag auf der Arbeit hochladen konnte. Dann entschied ich mich dazu, dann das doch irgendwie Freitag zu erledigen und bin extra dafür dann nochmal mit dem Fahrrad 15 Kilometer in die Hochschule geradelt. Trotz Regen hat Spaß gemacht. Die Upstream war dann aber da doch nicht so dick, dass es so schnell vonstatten ging, weil das Video ist 1,44 lang. Nachdem ich dann da anderthalb oder 2 Stunden verbracht hatte, musste ich oder wollte ich dann gerne auch mal zusehen, dass ich wieder nach Hause komme. So war dann auch im Endeffekt gegen 8:30 oder sowas zu Hause. Ja, ich habe 70% in der Zeit hochgeladen bekommen, habe extra das Netbook laufen lassen und hier zu Hause dann auch die Verbindung fortsetzen können, glücklicherweise. Bin dann Freitagabend ins Bett gegangen gegen 1 oder sowas. Da wurde dann angezeigt, dass es noch etwa 12% sind oder sowas, die hochgeladen werden müssten. Oder 15 oder was, keine Ahnung. Und dann stehe ich Samstagmorgen auf und stelle fest, das blöde, blöde Mistkackteil hat den Upload abgebrochen, weil Windows ein Update gezogen hat. Und den Rechner quasi neu gestartet hat. Ja, konnte dann nicht wirklich fortgesetzt werden, beziehungsweise ich habe es dann nochmal versucht und er setzt an der Stelle dann nach einigen Minuten, setzte er dann doch an der Stelle wieder ein, hat sich aber hinterher gezeigt, dass das Video nicht verarbeitet werden konnte. Dann habe ich mich dann Samstag, beziehungsweise Samstag Nacht oder sowas dann doch dazu entschieden, nicht Sonntag in die Hochschule zu fahren, sondern es Montag auf der Arbeit hochzuladen, also quasi 1,5 Wochen später. Was heute gewesen ist, ich habe es dann auch hochgeladen und jetzt ist es online. Endlich. Und nachdem mein Bruder es vorhin Probe gesehen hat, meinte er, ja, nett. Habe ich mir schon gedacht, na toll, wie das Puzzle nicht vollständig. Er hat mir schon gedacht, naja, wie nett. Ich hatte jetzt echt mehr erwartet. Und später sagte er dann, es gäbe bei YouTube ja noch so die simple Möglichkeit, irgendwie Soundbearbeitung zu betreiben und entsprechend unserem Video vielleicht eine Tonspur hinzuzufügen. Dann bin ich erst auf die Idee gekommen, selbst Probe zu schauen und dachte mir nur, ja, verdammt, es ist kein Ton zu hören. Darum tut es mir wirklich leid.
Ich werde zwar morgen nochmal auf der Arbeit sein, aber nur kurz genug, um es nicht nochmal hochladen zu können. Mittwoch werde ich auch keine Zeit haben. Donnerstag bin ich wieder auf der Arbeit. Ich hoffe, dann klappt es. Vielleicht bleibt ihr mir bis dahin treu. Ich habe noch einige Videos, wie gesagt, bereits hochgeladen. Die warten eigentlich nur auf Veröffentlichung. Davon wollte ich heute Abend anfangen. Hat so leider nicht sein sollen. Finde ich äußerst schade. Ja, wir werden sehen. Vielleicht schaffe ich es ja doch tatsächlich noch. Ich hoffe, dass überhaupt die Tonspur drauf ist auf dem Originalvideo. Das werde ich jetzt gleich mal testen und dann sehen wir uns hoffentlich bald weiter. Weil, wie gesagt, das Spiel wird immer cooler und ja, wir werden sehen.